Hallo und herzlich willkommen, euer Willy P zu einem weiteren Cast. Und auf der Karte Oman geht es diesmal in die Luft. Genau, wir spielen hier mal kurz mit dem Helikopter. Wo war ich die ganzen Tage? Ich bin umgezogen, wie vielleicht einige von euch schon wissen. Und damit verbunden ist natürlich, dass man vielleicht kein Internet hat. Und dank meines iPhones konnte ich dann hier und da noch eure Nachrichten empfangen. Das war irgendwie der Wahnsinn. Aber ne, jetzt bin ich wieder am Draht und gleich geht's hier los. Ich möchte euch warnen vor einer neuen Klasse. Die kannte ich bis jetzt noch nicht. Die war auf den PTE-Servern mal. Und wie wir hier außen so rumfliegen. Und als Chopper-Gunner habe ich hier mit einem Kollegen mit dabei. Ne, und da haben wir ja schon mal jetzt gleich hier einen schönen Tetra-Kill hingelegt. Ne? Wenn ihr Engineer spielt und Helikopter fliegt, könnt ihr den ganz easy popeasy in Sicherheit landen und den dann reparieren. Das werde ich jetzt hier auch machen. Aber ich wusste nicht, dass ich Opfer eines Spions werde. Ne? Der Saboteur. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Ihr schaut einfach. Ja? Da kann man doch nur heulen, ne? Und das OMG trifft es doch, ne? Da habe ich mich sehr gefreut, ja? Also wenn ihr schon Helikopter klaut, dann bitte mit Stil, okay? Und nicht failen. Nein, es geht hier zur Sache. Viele haben ja gefragt, ob ich nochmal ein bisschen was zur AEK sagen kann. Also, Driving fail, Driving fail. Ich würde mal sagen, da müssen wir ein Parkhilfe, müssen wir nochmal ein bisschen justieren, ne? Nein, aber Elite AEK habe ich dabei. Und werde hier gleich mal auf meiner Lieblingskarte Kakan versuchen, B einzunehmen. Da unten stehen schon die Kollegen. Wenn ihr B eingenommen habt, dann könnt ihr ja hier hinrennen. Und von dort aus, wisst ihr, kann man ein oder zwei Kills abstauben. Ne? Ihr seht, da kommen schon beispielsweise die anderen. Also Elite AEK ist eine relativ schicke Sache. 30 Schuss im Magazin. Gefühlten sehr hohen Schaden. So um die 30, 28, 25 rum. Ne? Also ihr kriegt so auf mittlere Distanz immer so ein 30er Schaden. Und das, von der Ammunition braucht ihr euch natürlich keine Sorgen zu machen. Da habt ihr ja genug dabei. Ihr seid ja Assault. Übrigens zum Stichwort Assault. Bleibt dran, ne? Es kommt das Assault Training Video, was sich so viele gewünscht haben. Ne? Also mindestens, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, so 30 bis 40 Leute haben gefragt, ob ich nicht nochmal ein Video zum Assault mache und wie ich mein geskillt habe. Ne? Also vom Magazin her ist das Ding voll okay, wie viele der anderen Assault Rifles auch. Der Schaden geht auch vollkommen in Ordnung. Die Genauigkeit ist sehr, sehr gut. Man muss sich natürlich leider ein bisschen an das Sight gewöhnen, an das Iron Sight. Ich fand es am Anfang sehr doof irgendwie, weil man nicht so hundertprozentig schick sehen konnte. Ne? Also zum Beispiel, man hatte vorne kein richtiges Ringkorn. Das ist so ein bisschen offen, ne? Und war ein bisschen schwierig, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann ist das sehr schick. Ne? Als zweite Waffe habe ich natürlich die 1911 Elite mit dabei. Wie immer, und werde jetzt mal gucken, drei Flaggen haben wir, naja, da können wir ja noch C einnehmen. Das Gameplay ist jetzt nicht so lang, ich habe es versucht kurz zu halten, aus dem Grund, weil ich euch ein bisschen was zur AEK sagen wollte und dann auch noch im Anschluss ein bisschen was zum Skill des Assaults, ne, zu den einzelnen Punkten, die man ausbauen kann. Deswegen wird das nicht so lang und wir gewinnen das, denke ich mal, relativ schnell. Was gibt's noch zu erzählen? Ich habe für euch jetzt mir VDSL 50 geholt, also 50.000 Kbit pro Sekunde. Jag ich durch die Leitung. Sehr schicke Sache, funktioniert auf Anhieb und ich werde es jetzt mal sehen, wenn ich das Video hier hochlade, wie schnell das geht. Ne? Also Daumen hoch würde ich mal meinen, wir kommen jetzt hoffentlich schneller zu ein paar Videos. Ne? Dann total der Wahnsinn, 1000 Views auf fast jedem Video. Ihr könnt ja mal schauen, ich glaube es sind noch so 3 oder 4 Videos, die noch nicht 1000 haben. Mal schauen, ob wir es da auch noch schaffen, die Dinger hochzukriegen. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Das ist wirklich der Wahnsinn immer wieder, wenn ich mir das angucke, irgendwie 30.000 Upload-Views. Also für mich ist das schon eine Menge, finde ich. Und da wollte ich euch sehr herzlich danken, auch für den Support und die ganzen Nettigkeiten im Game. Sehr, sehr schick, ne? 300er Abo-Marke haben wir geknackt. Und das war genau die Zeit, als ich nicht da war. Deswegen konnte ich euch keinen super Special-Cast machen. Aber vielleicht kommt ja doch noch was. Ne? Die einen oder anderen munkeln schon von euch. Ich habe es ja schon gelesen. Ne? Gucken wir mal, was da vielleicht noch so kommt. Nachträglich. Ich muss ja gestehen, dass ich ein bisschen überwältigt bin. Dass, weiß ich nicht, den einen Tag waren es irgendwie 13 Leute, die das subscribed haben. Also für mich ist das schon eine Menge. Wie gesagt, andere lachen drüber. Aber hey, ich finde das schon für die Sachen, die ich hier mache, sehr, sehr schick. Und wollte euch da nochmal danken. Ne?
Kann sein, dass jetzt die Videos nicht mehr so häufig kommen. Ich werde es natürlich versuchen. Ich werde am Abend auch nicht mehr so häufig online sein, weil natürlich die Uni angefangen hat. Und da dann auch wieder 30 Fragen. Was studierst du denn? Was studierst du denn? Das steht da links auf meinem Kanal. Kommunikationsdesign in Berlin. An der Designakademie. Also irgend so ein Designschnösel halt, ne? Und ich werde natürlich die neuen Waffen, weil das schon gefragt wurde, mit Codes testen. Das ist klar. Und werde euch die dann präsentieren und sagen, ob man die kaufen sollte oder nicht. Und dann muss ich kurz noch eine Sekunde hier, weil ich gerade vor meinem 27 Zoll iMac sitze, an Steve Jobs, ne? Eine, sagen wir mal, 10 Schweigesekunden. Er ist ja am 5. gestorben. Das ist komisch, ich kannte ihn nicht. Ich kannte ihn so von meiner Arbeit bei einem Apple-Unternehmen, bei Gravis, bei dem Reseller. Und das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Also, ne? Also mal Dankeschön sagen, dass ich diese Technik hier benutzen kann, weil ohne ihn wäre Apple nie so weit gekommen. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, ansonsten, Battlefield 3 wird natürlich gecastet, kein Ding. Und ich werde versuchen, noch einen Beta-Cast rauszuhauen, bevor die Beta vorbei ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie ja heute schon vorbei oder so. Mal gucken. Ich weiß es nicht genau, ich schaue nochmal und werde da vielleicht nochmal was zu den Waffen sagen und wie ihr da was holen könnt. Zurück zur AEK. AEK würde ich sofort empfehlen. Im Moment finde ich das mit einer der besten Waffen für den Assault. Ne? Sehr gut in der Genauigkeit, hoher Schaden und ansonsten von der Ammunition, vom Magazin alles in Ordnung. Zieht auch nicht so derbe nach oben. Da kann man schon sehr, sehr, sehr viele Kills mitmachen. Also die Elite AEK ist schick und man kann sich ja auch die Veteranen leihen oder die normale leihen. Also das ist ja kein Problem. Muss man nicht das Geld für eine Elite ausgeben. Also eine schicke, schicke Sache. Meine volle Empfehlung würde ich im Moment einordnen von meiner Rangliste, weil ich da auch mal sehr oft gefragt werde. Tja, ich würde wirklich AEK als erste nehmen, als erste Wahl, ne? Dann die, sagen wir mal, M416, so ungefähr, von Heckler und Koch. Dann natürlich M4, SCAR und dergleichen, ne? Also so von der Rangliste. Das ist jetzt nicht absolut, aber so meine Tendenzen, ne? Das ist immer sehr schön. Bei der AEK als Tipp immer runterziehen mit dem Fadenkreuz. Wenn ihr anfangt zu schießen, habt ihr ihn in der Mitte des Fadenkreuzes, dann schießt ihr Dauerfeuer und zieht die Maus dabei runter. Es ist super und ihr trefft den Gegner und der sollte relativ schnell down gehen. Was gibt es noch zu berichten hier? Wie ihr seht, man kann auch failen mit Dauerfeuer, ne? Aber wir haben ihn ja zum Glück irgendwie mit der letzten Patrone noch bekommen. Wenn eine Flagge gecaptured ist, sagen wir mal, ihr seid Spawn-Trap, also auf einer Flagge, dann nehmt euch doch einfach ein Humvee oder ein anderes Transportvehikel und fahrt durch die gegnerischen Reihen durch. Natürlich nicht gerade am Tank vorbei, aber zum Beispiel einfach über zwei, drei Leute rüberfahren oder sie flankieren und dann mit dem Vehikel schnell zu deren Flagge kommen und zwar nicht irgendwie B oder irgendwie, sagen wir mal C, sondern wirklich zu deren Anfangsflagge und dann könnt ihr wenigstens ein bisschen Zeit schinden, indem ihr die captured und dann vielleicht in der Zeit irgendwie B noch holen, ne? Also ihr müsst nicht auf einem Spawnpunkt bleiben, ne? Wenn ich im Game nur ganz kurz zurückschreibe oder da meine Smileys und sowas mache, ne, seid mir nicht böse, das ist keine Unfreundlichkeit, das ist einfach nur aua, 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 dass ich gerade einen Cast mache oder gerade dabei bin, irgendwas aufzunehmen oder irgendwie eine Waffe ausprobiere oder sowas. Na, das ist wirklich nicht böse gemeint. Das ist einfach nur, dass ich dich da die ganze Zeit chatten kann, weil ja 3 oder 4 Leute oder 5 Leute mir das schreiben und wenn ich die ganze Zeit chatten würde, dann könnte ich gar nicht euch was zeigen. Ne? Deswegen sind meine Antworten auch immer ein bisschen kürzer als die normalen Antworten, die ich so richtig geben würde auf irgendwelche Waffen. So, da sind wir auch schon bei der wichtigsten Sache und zwar der Skillung. Viele haben gefragt und hier kommt mein Einstieg zur Skillung. Man muss das nicht genauso machen, wie ich das mache. Das ist nur mein Vorschlag, ne? Was möchte ich mit meinem Assault erreichen? Ich möchte ein bisschen das Team unterstützen, aber ich möchte primär Flaggen capturen und ich möchte Gegner killen und meine KD nach oben bringen, ne? Das ist nun mal die Aufgabe des Assaults, ne? Also springen wir gleich mal ins Training. Ich habe 4 Punkte in die Granaten investiert, um Flaggen zu Nate Spam und Wege zuzumachen und
Leute hinter einer Deckung rauszunaden, keine Punkte in den absoluten Noob-Skill, Deadman's Trigger. Ihr braucht von den Ammo-Boxen auch keine Punkte reinstecken. Ihr habt eine Ammo-Box und die reicht für euch und vielleicht noch ein oder zwei Teammitglieder. Schmeißt da halt eine neue hin, wenn die alle ist, ne? Rauchgranaten im Moment noch nicht wichtig und diese Skills hier, die überlasse ich lieber dem Engineer, denn der kann damit mehr anfangen. Er kann Tanks reparieren oder Flugzeuge besser fliegen und dergleichen. Wichtige Seite hier, ne? Ganz wichtig. Also, Improved Threat Awareness, ganz wichtig. 4 von 4 Punkte rein. Und Tactical Threat Awareness. Bei der Tactical Threat Awareness ist ganz wichtig, dass ihr hier das Ding auch noch ausbaut. Und zwar Tactical Reflexes. Die beiden in Kombination sind sehr, sehr schön. Ihr seht durch die Tactical Reflexes 3 von 3 Punkte. Seht ihr, wo die Gegner euch beschießen. Das heißt, ihr könnt sofort euch umdrehen in die Richtung. Und dann dadurch, dass ihr die Gegner dann seht in eurem Sichtfeld, kommt Tactical Threat Awareness rein und zeigt euch den mit einem Marker an, wo der ist. Also quasi mit so einem Name Tag. Ne? Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Die beiden Skills zusammen sehr top. Ein wichtiger Skill auch noch, Request Reinforcements. Mit dem könnt ihr hier die Leuchtpistole irgendwo euch hinpacken, ne, auf keine Ahnung, welche Taste ihr die haben möchtet. Und dann Leute, die um euch rum sterben von eurem Team, zu euch zum Spawnen quasi zwingen. Die können sich nicht entscheiden. Sehr wichtig beim Flaggencapturen zum Beispiel. Ihr kommt an, ihr seht auf eurer Minimap, ach, da sind 3, 4 Leute um euch rum. Haut das Ding rein, und also die 5. Und dann spawnen die Leute, die um euch sterben von eurem Team, auf euch oder neben euch. Und somit könnt ihr die Flaggen schneller einnehmen. Sehr wichtiger Skill. Dann natürlich noch die Physical Skills ausgebaut, also Power Climbing, um schneller zu den Campern zu kommen auf dem Dach. Und Joggen und schneller Rennen auch noch ausgebaut, denn die finde ich sehr wichtig. Denn ich möchte mich schneller bewegen und ein bisschen mobiler sein. Das ist im Moment so, dass wie ich es geskillt habe. Wie gesagt, primär ausgerichtet auf Kills bekommen, weniger aufs Teamplay ausgerichtet, dann könnte man sich überlegen, ob man noch Smoke dazu nimmt und die Ammo-Boxen dazu nimmt, ne? Und wenn Tier 3 kommt, dann gibt es natürlich ganz neue schicke Sachen, die man so machen kann als Assault. Ganz oft gefragt, wie kann man die Punkte resetten, indem man hier oben rauf drückt auf die beiden Pfeile, und mit den beiden Pfeilen setzt man alle Skills zurück und hat dann wieder die Punkte, um die zu investieren, ne? Hier unten seht ihr übrigens noch kurz meine Buttonbelegung, vielleicht ganz interessant, also Request Reinforcements auf 5. Dann natürlich an meiner Maus dran die beiden Dinger, ganz wichtig. Und ein Tracer immer mit dabei. Die Granaten auf C und den auch noch an der Maus dran. So kann man immer sehr schnell zwischen primärer und sekundärer Waffe wechseln. Das war's für den Assault, ne? Ich hoffe, das ist das, was ihr haben wolltet. Viele, viele liebe Grüße. Euer Willy Pete. Bis zum nächsten Mal. Over and out.